Fast bis auf den letzten Platz waren die Stuhlreihen in der Mittweidaer Bürgelhalle besetzt, als der Schauspieler Walter Plade aus seiner Biografie »Ich habe nichts ausgelassen« las. Aber es war mehr als das. Es war eine Einmann-Inszenierung, perfekt interpretiert. Plate, Jahrgang 1950, scheint alles mit Haut und Haar zu machen. Nichts kommt auch bei den Buchlesungen dazwischen. Nein, es ist im Moment wirklich so, dass durch das Erscheinen des Buches und auf der Leipziger Messe ich sehr viel rumfahre und eben Buchlesungen mache. Das alles findet doch ein bisschen gedrängt statt, weil die nächsten Theatertermine warten bereits auf mich. In 14 Tagen fange ich an mit den Proben für den Götz von Berlichingen und da ist die Zeit ein bisschen enge. Bodenständig kam er rüber. Plate erzählte in Mittweida auch von dem, was nicht im Buch steht. Die Idee, es zu schreiben, ist nicht die seine, aber er hat sie mit seinem Co-Autor belebt. Das war die Idee eines Verlages und die haben mich 5 Jahre gedrängelt und so weiter, bis ich mich dann endlich habe erschlagen lassen sozusagen und vor 2 Jahren mit dem Buch, mit meinem Co-Autor Thomas Herrmann, begonnen habe, dann doch das, was ich erlebt habe in meinem kleinen Leben, aufzuschreiben. Das hat lange gedauert. Sein Leben im Buch festhalten, das bereut der Schauspieler nicht. Er würde es wieder tun. Irgendwann. Ja, aber da müssen viele Jahre vergehen. Also es hat mich wirklich insofern angestrengt, dass immer wieder Erinnerungen hochkamen und immer wieder Sachen hochkamen, wo ich dachte, kannst du das schreiben, kannst du das nicht schreiben. Also jetzt brauche ich erstmal eine Auszeit. Walter Plade liest die Rolle seines Lebens in Perfektion. Vom Zille-Outfit bis zum schwäkischen Humor. Er kokettierte und ironisierte auch mit dem Prädikat Volksschauspieler. Das Publikum war dabei, wertete und belohnte die Pointen. Die Geschichten heiter erzählt. Plate hat das, was der Berliner Herz und Schnauze nennt. So präsentierte er die verschiedensten Momente seines Lebens. Einen hervorheben möchte er nicht. Das kann man nicht. Alles hat seine Zeit, alles hat seine Berechtigung. Und über alles, weil ich ja sage in dem Buch, ich habe nichts ausgelassen, möchte ich auch mit dem Leser reden. Genau das macht Plate an diesem Abend. Er hat nichts ausgelassen in seinem Leben, aber im Buch schon. Also ich durfte diese schöne Erfahrung machen, dass ich mehr lieben darf als andere, nämlich Frauen und Männer. Aber auch meine Kids, meine Freunde, meine Arbeit und meine Rollen. Es ist ein wunderbares Leben, wenn es einem gegeben ist, sich emotional zu verausgaben, wenn man so viel Liebe vergeben kann. Aber es zählt auch an der Substanz. In ein paar Tagen kehrt Plade zurück auf die Bretter, die die Welt bedeuten. Das nächste Mal in Jagsthausen beim Götz von Berlichingen und Give Me Your Can, das ist ein Musical, was ich dort auch noch mache, in Jagsthausen. Dann geht's wieder nach Berlin und ab September spiele ich in Berlin von Werfel, Jakubowski und der Oberst. Danach geht es nach Hamburg in die Kammerspiele zu einem Zwei-Personen-Stück und dann ist Weihnachten. In Mittweida gab sich Walter Plate vorösterlich. Vom Eisen befreit sich Strom und Bäche. Durch das Frühlingsrollen belebenden Blick, der Winter, die alte Sau in seiner alten Schwäche, zog sich in raue Berge zurück, von dort her sendet er ohnmächtig nur schaubige Körner, körnigen Eises über die grünende Flur, aber die Sonne, sie duldet kein Weißes. Überall regt sich Bildung und Streben, alles will sie mit Farben beleben, aber an Blumen fehlt's immer wieder, sie nimmt geputzte Menschen dafür. Kehre dich ab von diesen Höhen, nach der Stadt zurückzusehen. Ich komme auf den Schluss. Zufrieden jauchzet groß und klein. Hier bin ich Mensch. Hier darf ich sein.